2007 wurde die Cape Town Declaration verfasst und 2008 veröffentlicht. Und 2017 gab es einen OER Award dafür. Und Philipp Schmidt ist hier und kann ihn jetzt stellvertretend für die Gruppe, die 2007 das Ganze initiiert hat, entgegennehmen. Dafür gebe ich dir erstmal das Mikrofon und du kannst vielleicht nochmal kurz sagen, was genau war wert 2007? Genau, ja, erstmal schon mal vielen Dank und ich bin so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich repräsentieren darf. Das war ja, da war eine riesen Truppe zusammen in Kapstadt, also von Jimmy Wales über Delia Brown, Mark Sermon, Arash Bissell damals bei Creative Commons und so. Und alles so Leute, die anfingen in dem Bereich so drüber nachzudenken, wie kann offen und OER Bildung verändern und verbessern. Und wir haben damals halt quasi ein, zwei Tage wild diskutiert und ich kann mich auch noch erinnern, so share alike oder nicht share alike, non-commercial oder nicht commercial, also die Themen, die dann halt die nächsten 10 Jahre auch immer weitergingen. Und am Ende haben wir einfach gesagt, wir müssen jetzt mal was aufschreiben, was so für uns so ein bisschen die Richtung weist für die Zukunft und wo vielleicht auch andere Leute dann Lust haben mitzumachen. Und dann haben wir eben diese Declaration geschrieben und veröffentlicht und da haben sich tausende anderer Menschen und Organisationen mittlerweile quasi dran beteiligt. Und ja, ist schon toll zu sehen, was daraus geworden ist. Und jetzt haben wir vor kurzem dann gesagt, jetzt möchten wir nochmal zurückgucken, so wie hat sich das Feld verändert. Und wie sehen wir jetzt die Zukunft? Und nicht in genau der gleichen Truppe, sondern wir haben auch ein paar andere Leute eingeladen. Und ja, also ich glaube, ich rede zu lange. Nein, gar nicht. Wir machen jetzt einmal zeremonielle Übergabe. Wir müssen jetzt für die Kamera, alle Kameras rundherum warten. Alle 10. Oh, das Blitzlichtgewitter. Ja. Ah ja. So, jetzt vielleicht irgendwie die ersten Stücke darf nur mit Blitz fotografiert werden. Jetzt nochmal weiter. Das ist quasi so ein Lebenswerk-Award für was 2007 passiert ist. Normalerweise bekommen Lebenswerk-Awards Leute, die nicht mehr viel schaffen in Zukunft wahrscheinlich, weiß ich nicht. Bei der Cape Town Declaration ist das ein bisschen anders. Es gab gerade eine, wie heißt es, Frischzellenkur? Gibt es das Wort? Ja. Also so eine Neubelebung und Erweiterung. Ja, das stimmt. Also und das war auch so ein bisschen, glaube ich, der Anreiz für uns, also dass wir, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, gab es schon auch so ein bisschen das Gefühl, vor 10 Jahren war das alles wahnsinnig neu und aufregend und wir waren alle auch vielleicht so ein bisschen naiv optimistisch, wie die Weltverbesserer halt. Und über die 10 Jahre hat sich unheimlich viel getan, was so Lizenzierungspolitik angeht, was Veröffentlichung von offenen Bildungsmaterialien angeht. Aber so wirklich grundlegend das Bildungssystem komplett aufgemischt haben wir nicht. Und wir hatten vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, die Luft ist raus. Und deswegen machte es dann Sinn, mal zu überlegen, was sind so die 10 Themen, die wir wirklich interessant finden. Und wir haben auch festgestellt, dass nicht mehr jeder alle 10 interessant findet. Also ich habe ein paar von den 10, da muss ich sagen, da muss ich mich jetzt nicht unbedingt reinhängen. Und wiederum gibt es andere, die hängen sich nicht in die Themen rein, die mich interessieren. Und das war auch so ein bisschen die Idee, dass man das sowohl breiter macht, als auch Leuten die Möglichkeit gibt, sich für halt einen Teil der Open Education Bewegung zu engagieren, ohne dass die direkt alles mitmachen müssen. Das heißt, 10 Directions, wir haben es inzwischen auf Deutsch übersetzt, 10 Richtungen, wie Open Education vorangetrieben werden kann, verlinken wir natürlich unter dem Video. Was machen wir in 10 Jahren? Was machst du in 10 Jahren? Ich werde wahrscheinlich immer noch Open Education machen, aber also was ich im Moment wahnsinnig interessant finde, ist so diese Verknüpfung von neuen Lernräumen, speziell öffentliche Bibliotheken und digitalen offenen Materialien. Und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis, was fehlte, als wir nur online versucht haben, dass die Leute eben, also dieses Soziale, dieses Miteinander und so, das ist ja viel schöner, wenn man um den Tisch rumsitzen kann mit anderen Menschen, als wenn man das nur im virtuellen Raum tut. Und gleichzeitig dadurch, dass die Materialien offen lizenziert sind und wir diese technologischen Möglichkeiten haben, die zu teilen, können wir dann halt immer noch Tausende oder Hunderttausende andere Menschen damit erreichen. Aber ich denke, das ist so ein Thema, da werde ich mich auf jeden Fall eine Weile lang mit beschäftigen. Also ein sehr früher Lebenswerk-Award für die Cape Town Open Education Declaration, stellvertretend entgegengenommen von Philipp Schmidt. Und der hat jetzt das Problem, wo denn tatsächlich dieser Award
physisch hinkommt. Du wirst es lösen und hoffentlich ein Foto twittern. Danke dir erstmal. Danke auch.